Wir sind auferstanden. Und guck mal, wir haben hier gepennt. Und genau, und hier sieht das so aus. Die Fenster sind über Nacht runtergefallen. Das hat Geräusche gemacht. Das hat uns wach gemacht. Guck mal, ich werde bald was zu essen kochen. Weil gestern, wir sind erst so gegen 3 Uhr hier angekommen. Und es war viel zu spät gewesen und ich war viel zu müde und zu faul gewesen, so zu kochen. Deswegen werde ich gleich kochen. Es wird gleich so ein richtiges Festmahl sein. Ich habe meine Scheiß. Ich habe meine Pappteller vergessen. Aber mein Bruder hat zum Glück 2 kleine Teller dabei. Und da werden wir drauf fressen gleich. So, Essen Portion 1 von 2 ist fertig. So, wir haben gerade gegessen und ich werde jetzt euch zeigen, wie dieser Lost Place aussieht. Hier haben wir gepennt. Hier ist gerade Geschirr mit Spülmittel, das muss weich werden. Hier ist ein Raum, oder beziehungsweise da drüben, da sind ganz viele Räumlichkeiten. Hier vorne ist ein Raum. Hier vorne ist die erste Toilette. Genau, hier haben wir gepennt. Hier liegt Holzkohle. Hier ist ein Raum. Hier ist auch noch so ein Raum. Hier auch. Ich laufe mal einmal durch den Raum durch. Genau, hier ist alles, dieser ganze Gelände ist weg. Hier vorne ist auch noch so ein Raum. Diese anderen Räumlichkeiten, die ich gerade nicht gezeigt habe, die sehen genauso aus wie diese Räumlichkeiten. Hier geht es Treppe runter, aber ich werde erst zur Treppe rauf gehen. Genau, hier ist auch noch ein Raum. So sieht das von hier oben aus. Das ist alles voll mit diesem Lost Place. Hier sind ganz viele, also mehrere Gebäude. In diesem Haus da drüben, da gehen wir auch gleich rein. Hier vorne lebt alles. Und diese Decken, die sind kaputt. Da fällt immer wieder was runter auf den Boden. Da oben ist Dachboden. Aber hier ist keine Leiter oder sowas. Deswegen kann ich da nicht oben rauf gehen. Das sind alles Toiletten und Duschen. Ja, das hier ist auch noch so ein Raum. Dieser Gelände ist auch weg. Hier ist auch ein Raum. Hier ist noch so ein Raum. Hier ist auch noch so ein Raum. Hier auch. Hier will was runterfallen. Diese hier unten, da sind ganz viele Holzbalken. Und ich glaube zu wissen, dass dieser Holzbalken damals ein Turm gewesen war, so ein Holzturm. Und der ist irgendwann eingestürzt. Und deswegen liegen hier ganz viele Holzbalken rum. Das hier ist der letzte Raum von oben. So sieht das von hier aus. Richtig schmandig und räudig und kaputt und alt. Vollkommen runtergekommen. Ja, hier vorne ist doch so ein schmandiger Raum mit kaputte Toiletten oder Waschbecken oder was das hier sein soll. Hier vorne ist noch ein noch viel größerer Raum. Hier auch. Oder beziehungsweise das hier ist wieder so ein kleiner Raum. Hier ist auch ein Raum. Und hier ist auch ein Raum. Hier gibt es sogar Teppich. Die anderen Räume haben keinen Teppich. Und hier ist nur ein Laminat und sowas. Das ist cool. Ja, das sind die Räumlichkeiten von dieser Seite. Und guck mal hier. Das hier, das ist Keller. Das ist ein richtig schwarzer Keller. Mit Ruß dran. Guck mal, wie das hier alles aussieht. Hier ist alles verbrannt. Das ist ein ganz weiter Gang hier.
Jawohl, hier vorne ist eine voll fette Tür. Hier ist auch noch so ein verschmandigter Raum. Genau, da geht das weiter nach da hinten. Also da, wo ich gerade reingekommen bin, hier in diesen versifften Keller. Genau, das Ganze hier habe ich schon gezeigt. Weil hier liegt die Tür. Diese schmandige Vollfetttür. Und hier kann man auch rausgehen. Und hier liegen ganz viele Scheißtüren draußen rum. So, ich zeige euch gleich diesen anderen Gebäude und mache hier einmal Cut. Ja, so sieht dieser Gebäude, das ich gerade gezeigt habe, von dieser Perspektive aus. Das ist ein richtiges Vollfettgebäude, ein Vollfettschrottgebäude. So, dieser Haus gehört auch noch zum Lost Place. Das sieht von außen so aus. Und von innen drin genau so. Also richtig verschissen und versifft mit kaputten Boden und sowas. Jawohl. So sieht das hier aus. Das ist ein Schrottgebäude. Und hier sieht das von dieser Perspektive aus. Dieses Vollschrotthaus. Ja genau, das habe ich von der anderen Seite schon gezeigt gehabt alles. Also jetzt gelaufen wir in diesen Schrotthaus rein. Hier liegt ein Scheißtisch. Und vor allem hier ist er schon eingestürzt. Der ganze Wind pfeift hier rein. Hier vorne liegt eine Matratze. Hier vorne sind Kühlschränke. Ein kleines Badezimmer. Naja, wobei eben Marmeladengläser und Honiggläser rum. Sonnenblumen, Butter, Weizen. Doch, das ist eine sehr, sehr kleine. Das ist eine vorher Alt-Kühltruhe. Oder auch ein Kühlschrank. Guck mal hier. Hier vorne ist die ganze Decke hier vollkommen zerrissen. Wird zerfallen. Voll versifft. So, jetzt gehen wir hier in dieses Gebäude hier rein. Und zwar, das hier, das ist Keller. Und ich weiß noch ganz genau, dass hier eine Treppe damals war. Aber die ist wahrscheinlich abgerissen. Runtergefallen. Ich weiß, man konnte da hoch, aber die Treppe, die war voll scheiße gewesen. Hey, lass eine andere Seite übernehmen. Das hier ist. Hier gibt es keine andere Seite. Ja, aber guck mal, da rutscht du voll weg. So, das hier, das ist Kellerraum. Jawohl. Das hier, das ist eine Wanne. Keine Ahnung, was man hier gemacht hat. Das war schon mit diesem versüfften Dreckskellerraum. Jawohl. Jetzt geht's wieder nach da oben hoch hin. Also ich habe kein festes Schuhwerk mehr. Ich müsste nur einmal den Fuß heben und schon bin ich raus aus dem Schuh. Ich kann den nicht mehr zumachen. Ja genau, hier vorne war dieser Treppenhaus und der ist eingestürzt. Und ich weiß noch damals, da bin ich diesen Treppenhaus da hochgelaufen und man konnte das da oben erkunden. Und wir konnten das angucken mit Augen. Aber weil dieser Treppenhaus leider eingestürzt ist, können wir dieses Mal da nicht hochlaufen, um das uns das anzugucken. Das ist voll scheiße. Aber egal, hier gibt es noch viel mehr Räumlichkeiten. Und zum Beispiel hier. Hier vorne sind Matratzen. Hier vorne ist eine kaputte Toilette. Ich glaube, das war es auch mit der Räumlichkeit. Oh Scheiße, ich habe hier Tropfen abbekommen. Das ist mir gegen meine Hand gefallen. So, jetzt gucken wir uns gleich noch dieses Gebäude hier vorne an. Da sollte es auch noch Eingänge geben. Und ich glaube auch noch einen weiteren Keller.
Ich will eine richtige Kalkablagerung. Eine Kalkablagerung, die im Lost Place drin ist. Ich bin richtig versifft. Jawohl. Guck mal hier, drückt das alles ein, also das kann jederzeit runterstürzen. Hier vorne ist ein Graffiti. Hier vorne ist noch so ein Raum. Ein Raum mit Schall dran. Und guck mal, das hier, das ist komplett von der Decke eingestürzt. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal hier war, da war das noch nicht eingestürzt gewesen. Ich war ja, wie gesagt, ich bin jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal hier. Hier sind auch noch Räumlichkeit. Und hier vorne geht zu einem weiteren Keller. Weil in diesem Keller ist auch eine Toilette. Das ist eine richtige Tropfsteinhöhle hier. Das tropft hier die ganze Zeit rum. Das ist ja alles durchnässt und verrostet und so weiter. Ja, ich glaube, das war's mit dem Keller. Ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht bei diesem Vollfettkeller. Jawohl, hier ist alles komplett runtergekommen. Aber hier sind noch viel mehr Räumlichkeiten. Guck mal, das hier, dieser Raum ist voll cool. Der hat Farbe Urin. Das ist ein urinfarbiger Raum. Der ist richtig geil. Ja, ich glaube, das war es jetzt. Ich glaube, das war der letzte Raum. Obwohl, ich glaube, ich habe einen Raum übersehen. Oder beziehungsweise noch nicht gezeigt. Nee, ich glaube, ich habe alle Räumlichkeiten gezeigt. Jawohl. So, das war diese Lost Place Erkundung gewesen. Jetzt gehen wir gleich hoch zu unserem Schlafplatz, um gleich Glühwein zu machen. Weil es ist kalt. So, der Glühwein ist fertig. Ja, noch ein bisschen zu heiß. Aber dieser Glühwein hat Geschmack dran. Nicht so wie so ein billig Glühwein. Also so ein richtig verbilligter Glühwein. Weil dieser Glühwein, der ist ein bisschen teurer. Der hat, glaube ich, mehr als 3 Euro gekostet. Deswegen ist das ein Glühwein mit mehr Geschmack dran. Guck mal hier, eben gerade sind ein paar Leute hergegangen. Wahrscheinlich auch ein paar, die diesen Lost Place hier angucken wollten. Höchstwahrscheinlich waren das zwei Jungs und ein Weibchen, wie man das von den Stimmen heraushören konnte. Und genau, die haben sich das hier angeschaut. Und plötzlich waren die direkt hier vor der Tür. Und sind dann wieder gegangen, weil die mein Licht gesehen haben. Meine Kopflampenlicht und meine Kameralampe und über dem Schnitz haben wir gehört, dass die meinen Gaskocher gesehen haben, der da drüben steht.
Genau, und deswegen sind die danach wieder runtergegangen und dann haben wir Motor gehört und dann sind die mit dem Auto wieder zurückgefahren, weggefahren. Cool. Und draußen regnet das total in Strömen. Das ist ein richtig widerliches Wetter. Wir hoffen, dass es morgen nicht mehr regnet, weil wir wollen spätestens gegen Mittag los zur Ortschaft, weil am frühen Nachmittag, da macht so ein Imbiss dicht. Weil im Imbiss, da wollen wir ein bisschen frühstücken. Guten Morgen, wir sind wach und guck mal hier. Ich habe Tee gemacht. Mein Bruder hat Tee gemacht. Zum Teesaufen. Und das dampft hier rum. Und guck mal, das hat die ganze Nacht hier rumgeregnet. Und das tropft von der Decke die ganze Zeit. Und das hat uns schlecht schlafen gelassen. Ganz viele Tropfen sind auch hier drauf getroffen. Hier sieht man, dass es nass ist. Und das hat so ein bisschen mein Kopfkissen hier nass gemacht. Wo meine Klamotten und so weiter drin sind. Ich musste das so ein bisschen hier wegziehen, aber das habe ich erst dann gemerkt, wo das hier schon feucht war. Und genau, das war scheiße gewesen. Das war richtig scheiße gewesen, diesen Kopfkissen da hinzulegen. Jetzt sind schon wieder meine ganzen Sachen nass. Es ist richtig giftig. Das ist Chai-Tee. So, der Koffein ist fertig. Ja, Kaffee im Lost Place zu saufen ist auch geil. Das kann ich nur empfehlen. Guckt euch mal diese ganzen Verdosen hier vorne an und dieser ganze andere Müll hier, was wir produziert haben. Der wird mich die ganze Zeit nerven. Aber jetzt, vom Lost Place rausgehen, Start kommt. Scheiße, jetzt müssen wir diese räudige Treppe runterlaufen. So, wir sind gerade von diesem Lost Place rausgelaufen. Und jetzt laufen wir erstmal zur nächsten Ortschaft. Und dort zu einem Imbiss oder so hinzulaufen. Und die nächste Ortschaft ist ungefähr, weiß ich nicht, 2,5 Kilometer von hier entfernt. Prüfen, wie räudig diese Straße dahin ist. Dieser Weg. Ich weiß nicht warum, aber hier sind ganz viele Reifen. Von diesen Fahrzeugen, die auf den Straßen Abgasen produzieren. Von denen kommen die her. Ja, ja, da drüben sind die ganzen Gebäude von dieser Perspektive aus. Diese Schrottgebäude. Also diese Schrottgebäude, wo wir drin gepennt haben. Aber es ist cool, dass das erste Mal endlich so ein bisschen blauer Himmel da ist. Aber da ganz hinten, da sind schon wieder räudige Wolken. Die werden gleich uns richtig nerven. Guck mal hier. Hier vorne wachsen Steine. Das sind mehrere Steine. Die haben sich so richtig fortgepflanzt. Guck mal hier. Hier vorne sind noch mehr diese Steine. Die haben sich auch fortgepflanzt. Guck mal, wir laufen hier durch so einen richtigen Matschhaufenweg. Also ein Weg mit Matsch dran. Das ist ein richtig widerlicher Weg. Aber das ist der beste Weg zur nächsten Ortschaft. So, wir müssen uns so ein bisschen beeilen. Weil guck mal, in weniger als eine Stunde macht ein Imbiss zu. Aber irgendwie finde ich den auf Google gar nicht. Und wir müssen den in der Ortschaft suchen gehen. Damit wir dort eine kleine Mahlzeit fressen können. Oh Scheiße. Meine ganze Tüte ist aufgerissen. Das nur, weil ich das hier rausgezogen habe, weil wir haben hier einen Mülleimer gefunden. Das ist Zeitverschwendung. Das ist richtig zeitverschwenderisch. Das muss alles weggeschmissen werden. Achso, hier vorne ist ein ranziger Glascontainer. Das haben wir erst im zweiten Augenblick gesehen. Da haben wir die ganzen Gläser weggeschmissen.
nicht bei diesem versifften Mülleimer. Boah, schon wieder so ein Matschweg. Sehe ich hier meine ganzen Schuhe hier nass macht und sowas. Das sind richtige Scheißwege. Diese Matschwege sind richtig beschissen. Die müssen weg. Die Matschwege müssen weg. Jawohl, wir haben Imbiss erreicht. Irgendwie, der sich auch mit ihr mal über Münzen gesprochen haben. Ja. Da dachte ich erst, und ich habe mir Currywurst mit Kartoffelsalat, Koffein und Weißkraut bestellt. Wir haben gerade den Imbiss aufgegessen. Das war richtig geil. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe hier zwei Pakete rumliegen und die werden jetzt mit meinen viel zu unfetten Wurstfingern geöffnet. Ein Geschenk von Claudio D. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Das verranzte Opinel kannst du von deiner Wunschliste streichen. Fettige Grüße aus der fettigen Schweiz mit ganz viel Fett dran von Claudio D. Vielen Dank dafür. Ich werde das hier öffnen. Ich bedanke mich für den Brotmesser, Claudio, und viele Grüße. Jawohl. Hier vorne ist eine 256 GB Speicherkarte. SanDisk Extreme Pro. Das brauche ich für meine Kamera. Und hier ist noch eine Ersatzspeicherkarte. Die sind auf jeden Fall besonders für mehrtägige Touren sehr wichtig. Damit ich bloß bei größeren Touren keinen Speichermangel habe. Ich habe diese Version von Speicherkarte in die Liste mit reingepackt, weil mittlerweile verfilme ich auf 4K, damit wenn ich jetzt das Video schneide und ich hier heranzoome, dass das nicht so verpixelt und schwammig aussieht. Und bei meinen älteren Speicherkarten hatte ich schon ein paar Mal den Fall gehabt, dass die irgendwie plötzlich zu langsam waren. Und genau deswegen musste genau diese Version her. Und die funktioniert auch bei mir einwandfrei. Deswegen freut mich für die Speicherkarten. Und hier ist noch was drin. Ah, ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, hier ist noch ein Zettel drin. Ein Geschenk von Claudio D. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Claudio D. Ein Geschenk von Claudio D. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Claudio D. Ein Geschenk von Claudio D. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Claudio D. Vielen Dank, Claudio, für die Speicherkarten. Und das hier, das sollte, glaube ich, das Ding sein. Und zwar für meinen Wagen, dieser Regenschutz. Genau, ich zeige das einmal ganz kurz. Und zwar das hier, das ist mein Unikat mit meiner alten Billig-Sackkarre. Gut, meine neue Sackkarre, die steht unten im Keller. Und ich bin gerade zu faul, um extra runter zum Keller zu laufen. Und genau deswegen improvisiere ich jetzt gerade mit meinem alten Wagen. Und zwar, es fehlt bei mir ein Regenschutz, weil das hat Flixbus bei mir beim letzten Mal verschlammt, wo ich von Portugal zurückgefahren bin. Das haben die richtig scheiße gemacht. Und deswegen habe ich den hier in die Liste mit reingepackt. Und der wird jetzt da einmal rüber gemacht. Jawohl, das passt. Das passt sehr gut. Jetzt sind meine Sachen endlich regengeschützt. Und nicht, dass die schon wieder so richtig nass sind und stinken und so weiter. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen um die Technik, wenn es regnet. Und um meine Sachen, weil sonst stinken die und die werden so unangenehm nass und kalt und sowas. Ich hab da keinen Bock mehr drauf gehabt, wo die dann ständig gestunken haben. Vielen besten Dank, Claudio, für die Pakete. Die werden auf jeden Fall gebraucht. Die sind auf jeden Fall sehr nützlich. Und die werden auf jeden Fall so richtig benutzt. In diesem Video habe ich mit meinem Bruder in einem weiteren Lost Place gepennt. Gebt euch dieses Video, weil das war wieder eine voll cool Tour gewesen. Ich habe da sogar ein Ei gebraten. Das war voll cool. Das ist empfehlenswert.